Vielen Dank an alle, die den Bibi und Tina YouTube-Kanal abonniert haben. Wenn ihr künftig keine Infos mehr zur Bibi und Tina-Serie verpassen wollt, aktiviert gerne auch die Glocke. Wir würden uns freuen! Bibi und Tina, die Serie. Folge 2. Splish Splash. Hufe klappern, Pferde traben, springen über Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Wir sind Bibi und Tina. Normalerweise ist es auf dem Martinshof ja immer ruhig und friedlich. Aber heute bohrt ein riesiges Bohrfahrzeug ein Loch in den Boden. Frau Martin, Holger und zwei Arbeiter stehen dabei und beobachten den Bohrer, der hoffentlich bald auf Wasser stößt. Denn ohne Wasser gibt es keinen neuen Brunnen. Und den benötigt der Martinshof ganz dringend. Bibi und Tina liegen noch in ihren Betten. Aber an Schlafen ist bei dem Krach nicht mehr zu denken. Oh, was macht der so ein Lärm? Die bohren doch den neuen Brunnen. Holger, der draußen neben dem Bohrer steht, muss ziemlich laut sprechen, damit die Arbeiter ihn verstehen. 30 Meter gebohrt. Immer noch nichts. Ihr seid nicht der Einzige mit dem Problem. In ganz Falkenstein ist bei der Trockenheit das Wasser knapp. Gut, dann bohren wir das Loch von hier aus bis 50 Meter. Wir können bis zum Mittelpunkt der Erde bohren. Alles eine Kostenfrage. Frau Martin, die neben Holger steht, findet das gar nicht lustig. Sie bohren ein Loch in unser Portemonnaie. Mutti! Das war ein Ja! Genervt stapft Frau Martin davon. Und Holger nickt den Arbeitern zu, die lautstark weiterbohren. In ihrem Zimmer hält sich Tina die Ohren mit einem Kissen zu. Doch es hilft nichts. Der Krach ist unerträglich. Tina wirft das Kissen zur Seite. Da ist ja immer noch kein Wasser. Offenbar nicht. Und am Himmel zeigt sich auch weit und breit kein Regenwölkchen. Bibi blinzelt in die Sonne, die ins Zimmer scheint. Weißt du was? Wir sollten heute an den See gehen. Und die Pferde mitnehmen. Die brauchen auch mal eine Abkühlung. Gute Idee. Anders als auf dem Martinshof herrscht auf Schloss Falkenstein himmlische Ruhe. Graf Falco sitzt an seinem großen Schreibtisch, hinter dem unzählige Hufeisen an der Wand hängen. Dabei handelt es sich um Graf Falcos weltberühmte Hufeisensammlung, auf die er sehr stolz ist. Gerade betrachtet er ein neues Hufeisen, da betritt Butler Dagobert das Zimmer. Ah, der Tee. Hinter Dagobert ist noch jemand eingetreten. Eine junge Japanerin, die ganz in Rosa gekleidet ist. Erstaunt steht Graf Falco auf und will die junge Frau begrüßen. Da reicht diese ihm ihre Visitenkarte. Kim Win-Win, Head of Global Business. Win-Win. Ich bin interessiert an Ihrem grauen Gold des Nordens. Ich darf mich setzen? Ja, selbstverständlich. Entschuldigen Sie bitte. Was will die junge Frau nur vom Grafen? Verwundert setzt er sich ihr gegenüber auf ein Sofa. Aber ich verstehe nicht. Graues Gold? Kies. Tee. Aha. Sie können gerne meinen Tee haben. Mit einem freundlichen Nicken nimmt sich Kim Win-Win die Teetasse von Dagoberts Tablett und bedankt sich höflich auf Japanisch. Arigato gozaimasu. Graf Falco will es jetzt aber doch genauer wissen. Schön, Wim, Win, Frau, Frau, Kim Win-Win. Von? Und Ihr Chef ist? Ich bin die Chefin. Ah. Bodenschätze sind wertvolle Güter. Kies ist die Zukunft aufblühender Städte. Und Sie, Herr Graf, haben so viel davon. Wer? Ich? Wer? Sie? Wir? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Ihr Besitz ist wirklich beeindruckend. Und dazu gehört auch die Martinshofweide. Und genau darunter befindet sich das überaus interessante Kiesvorkommen. Während Graf Falco verwundert zuhört, kämmt Butler Dagobert die Teppichfransen mit einem Teppichkamm.
Dabei hört er aber auch mit, was Kim Win-Win dem Grafen vorschlägt. Nennen Sie mir einen Preis. Und ich bin mir sicher, dass wir uns einigen können. Aha. Interessant. Aber da sind mir die Hände gebunden. Ich habe den Martinshof, wie der Name schon andeutet, an Frau Martin verpachtet. Und das auf viele Jahre? Ja. Das scheint der jungen Frau offenbar nicht zu gefallen, auch wenn sie versucht, es sich nicht anmerken zu lassen. Aber es wirkt so, als sei für sie das Thema damit noch nicht erledigt. Und was machen Bibi und Tina inzwischen? Sie reiten natürlich. Zusammen mit dem süßen Spanier Chico, der zurzeit auf dem Martinshof arbeitet, preschen sie in wildem Galopp über ein abgemähtes Feld. Bibi ist gerade dabei, Chico zu überholen, als dessen Pferd plötzlich bockt und er abgeworfen wird. Erschrocken halten Bibi und Tina an. Doch Chico hat sich zum Glück gut abgerollt und scheint unverletzt. Chico! Ich denke, du kannst reiten. Ja, zum Reiten gehört doch auch runterfallen, ne? Hauptsache, man steht wieder auf. Venga! Seht ihr? Amüsiert schüttelt Bibi den Kopf. Chico ist wirklich unverbesserlich. Und einen Fehler zugeben kann er natürlich nicht. Aber irgendwie ist er Bibi da sogar ein bisschen ähnlich. Sobald Chico wieder fest im Sattel sitzt, reiten die drei weiter zum See. Und noch jemand ist unterwegs zum Badesee. Drei Motorräder brausen die Straße entlang. Vorneweg Freddy auf seinem Maschinchen und links und rechts von ihm seine Freunde Hank und Klops. Alle drei halten sich für die obercoolsten. Am See angekommen, parken sie ihre Motorräder oben an der Straße und scannen von der Anhöhe aus erstmal die anderen Badegäste. Dann machen sie sich auf den Weg, um einen guten Platz auf der Liegewiese zu suchen. Kurz darauf kommen Bibi, Tina und Chico angeritten. No sé qué decir, pienso en ti, eres tan perfecta. Das ist mein Song über deutsche Mädchen. Ist sehr hübsch? Der Song oder die Mädchen? Naturalmente beides. Naja, gute Songs kannst du eben nur auf Spanisch schreiben. Wieso kann man gute Songs nur auf Spanisch schreiben? So ein Blödsinn. Das will Bibi natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Als ob. Wir schreiben auch einen Sommersong. Ah, sí. Bueno, ich bin gespannt. Lass mal hören. Habt ihr schon was? Natürlich hat Bibi noch keinen fertigen Song. Aber das will sie vor Chico nicht zugeben. Beide sind eben ziemliche Dickköpfe. Wirst du schon noch hören? Eso dicen todos. Das sagen alle, die nichts haben. Aber vielleicht wirst du ja im Winter fertig. Ganz schön frech. Alle drei binden jetzt ihre Pferde an und gehen zum Badesee. Chico ist ganz begeistert. Was für ein Ort zum Komponieren. Der See sieht aber auch wirklich idyllisch aus. Auf der angrenzenden Wiese liegen die Badegäste auf ihren Handtüchern und ein kleiner Imbiss hat Tische und Stühle aufgebaut. Alle genießen das gute Wetter und erfrischen sich im See. Bibis Hitzkopf könnte übrigens auch eine Abkühlung vertragen. Unzufrieden sieht sie Chico hinterher, der bereits zum Steg läuft. So ein Dulli. Musst du diesen Angeber mitnehmen? Warum du bei Chico immer so hoch gehst? Ich gehe nicht hoch. Es gibt einfach Typen, die... Bibi fehlen die Worte. Naja, macht auch nichts. Der Tag ist sowieso zu schön, um sich zu ärgern. Und so spaziert sie in Richtung See. Tina sieht ihr amüsiert nach. Das mit Bibi und Chico ist wirklich speziell. Schnell läuft Tina ihrer Freundin hinterher. Da stellen sich ihnen plötzlich Freddy, Hank und Klops in den Weg. Alle drei mit nacktem Oberkörper und in Badeshorts. Hey, Mädels. Hey, Jungs. Was für ein schöner Tag, um auch so schöne Menschen zu treffen. Darf ich vorstellen? Das sind die Jungs aus meiner Band. Wir sind seit 2 Tagen hier. Ja, wir sind zusammen. Also, als Band. Wahnsinn. So richtig ernst nehmen Bibi und Tina die drei Angeber nicht. Erst recht nicht, als Klops lässig hervortritt, um die Freundinnen anzubaggern. Sag mal, will nicht einer von euch beiden vielleicht meinen Rücken einölen? Du, so viel Nähe. Wir kennen uns doch noch gar nicht. Grinsend klopft Bibi ihm auf die Schulter. Trotzdem versucht Freddy jetzt sein Glück und hält Tina die Sonnencreme hin. Aber wir kennen uns. Ja. Wohin? Einfach auf den Rücken. Mhm. Jungs, so macht man das. Doch Freddy hat sich zu früh gefreut. Tina verteilt zwar die Creme in dicken Flatschen auf seinem Rücken, doch dann drückt sie ihm die Flasche wieder in die Hand. Was?
Und was ist mit Verschmieren? Naja, das kann auch deine Jungs machen. Ihr seid doch seit 2 Tagen hier. Zusammen. Dann könnt ihr euch schön einreiben. Das ging ja wohl nach hinten los. Zumindest für Freddy. Bibi und Tina gehen weiter zum Wasser. Deswegen sehen sie gar nicht, dass ihre Pferde plötzlich mitten über die Badewiese spazieren. Anscheinend hat jemand die beiden losgebunden. Amadeus tritt sogar auf eine Sandburg, die ein Kind gebaut hat. Und Sabrina kickt lässig einen Wasserball weg. Na, hoffen wir mal, dass das gut geht. Und noch jemand ist am Badesee. Alexander von Falkenstein. Er steht bis zu den Knien im Wasser und interviewt gerade eine gut aussehende junge Frau, Danny. Danny leitet nämlich eine Gruppe von Mermaids. Ja, richtig gehört. Mermaids. Das ist das englische Wort für Meerjungfrauen. Die sind natürlich nicht echt, aber alle cool verkleidet und ziemlich hübsch. Ich sag dann einfach kurz was darüber, warum ich diese Gruppe gegründet habe und worauf es beim Mermaiding ankommt. Ja, genau so. Alex! Alex! Verwundert wendet Alexander sich um und sieht seine Freundin Tina neben Bibi am Ufer stehen. Was macht ihr denn hier? Na, was macht man hier denn normalerweise? Schwimmen? Richtig! Aber was machst du hier? Na, ich habe hier gleich eine Live-Schalte. Live-Schalte? Ach so, Alexander ist für Radio Flamingo unterwegs. Deshalb macht er auch das Interview. Aber Tina scheint gar nicht begeistert zu sein. Sie wirkt sogar ein wenig sauer. Oder besser gesagt, eifersüchtig. Was sind das für Figuren? Wie, was sind das für... Das sind Meerjungfrauen. Und du bist Neptun oder was? Ich möchte, dass du sofort aus dem Wasser kommst. Sofort! Ach, Tina, bitte, ich muss mich konzentrieren. Das ist doch live. Gleich. Uiuiui, das ist ja wirklich nicht leicht für Alexander. Danny, die Anführerin der Mermaids, nimmt es aber locker und lächelt ihn charmant an. Wir sind bereit. Cool. Mermaids, los geht's! Sie winkt den anderen Mermaids, die im tieferen Wasser auf einer Art schwimmendem Steg sitzen. Alle Meerjungfrauen tragen schillernde Flossen und machen die gleichen Bewegungen, während sie nach Alexander rufen. Alex! 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 So locken Mermaids bei ihrer an. Oh, wie bitte? Alex! 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 Wie die Sirenen. Ich glaube, wir sollten Alex am Steg festbinden. Was? Doch bevor sich Tina noch mehr aufregen kann, bemerkt sie etwas anderes. Da ist ja Sabrina. Die weiße Stute steckt ihre Pferdeschnauze gerade in einen überfüllten Mülleimer auf der Suche nach Futter. Sabrina, du Spinner. Und wo ist Amadeus? Alex. Amadeus duscht. Na toll. Tatsächlich. Bibi und Tina gehen zu einer Außendusche, unter der Tinas Pferd Amadeus gemütlich stehen geblieben ist und das herabprasselnde Wasser genießt. Ein Mädchen, das auch duschen will, sieht ihn ungeduldig an. Ja, Amadeus, was gefällt dir? Kann ich jetzt auch mal? Klar. Na, los geht's, komm. Damit nicht noch mehr Unfug passiert, binden Bibi und Tina die beiden Pferde wieder fest an einen Baum. Dabei sieht Tina immer wieder zu Alexander rüber. Es passt ihr gar nicht, dass ihr Freund mit so vielen hübschen Mermaids zu tun hat. Tina? Hm? Eifersucht macht hässlich. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich teile nur nicht gern. Und da ist es endlich soweit. Was für eine Show! Während die Mermaids ein beeindruckendes Wasserballett vorführen, singt Danny den coolen Meerjungfrauensong Splish Splash. Die Badegäste feiern das Wasserballett. Nur Freddy und seine beiden Kumpel stören den Song. Wirklich nervig, die drei. Sie werfen sogar mit leeren Plastikflaschen und spritzen alle nass. Funky Fröhlich, die im Radiostudio sitzt, bekommt davon allerdings nichts mit und ist einfach nur begeistert. Da scheint ja richtig was los zu sein bei euch. Ja, ich sag nur, Mermaiding ist fun. Die Jungs hatten auch ihren Spaß, aber nicht so, wie wir das gern gehabt hätten. Damit zurück ins Studio. Erschöpft lässt sich Alexander am Strand auf einen riesigen, aufblasbaren Badeflamingo fallen. Jetzt braucht er erstmal eine Pause. Chico dagegen sitzt auf dem Steg und komponiert. Er hat richtig gute Ideen für seinen Song. Allerdings nervt es ihn, dass Freddy, Hank und Klops ihn ständig nass spritzen. Hey, stopp! Ist nicht cool, okay? Was? Wer bist denn du? Ich bin Chico de la Mancha und im Gegensatz zu euch weiß ich, was ich gehört. Macha? Macha? Ich glaube, du bist eher Macho.
Was schreibst du, Matcha, oder so? Damit nimmt Klops Chico sein Notizheft mit den Songideen weg. Hey, das ist meins. Poet oder was? Nee, der ist Musiker. Ich kenn den. Ja, dann schauen wir mal. Lass es, das sind meine... Zu spät. Klops hat Chicos Notizen bereits in den See geschmissen. Und zwar mit voller Absicht. Ohne Vorwarnung schubst er Chico ebenfalls ins Wasser. Oh nein, Chico geht unter. Er kann sich kaum über Wasser halten und rudert wild mit den Armen. Panisch ruft er um Hilfe. Doch Freddy, Hank und Klops denken, dass der Spanier nur so tut, als könne er nicht schwimmen. Hey, Freddy! Verarschst du mich? Das ist ein Trick. Ich spring doch da jetzt nicht hinterher. Der verarscht uns doch. Während Klops auf dem Steg wieder zurück an den Strand geht, paddelt Chico immer verzweifelter mit den Armen und geht schließlich richtig unter. Zum Glück erkennt Bibi sofort, was da los ist. Mit einem Hexspruch rennt sie auf den Steg. Ene, mene, super krass, mit Badezeug ins Tiefe nass. Hex, hex! Sie hechtet mit einem gekonnten Kopfsprung in den See und taucht an die Stelle, an der Chico untergegangen ist. Kurz darauf kommt sie mit ihm im Arm an die Oberfläche. Bibi schwimmt rückwärts und zieht Chico wie eine echte Rettungsschwimmerin hinter sich her. Dabei achtet sie darauf, dass sein Gesicht über Wasser bleibt, damit er Luft bekommt. Auch Alexander und Tina sind herbeigeeilt und helfen Bibi nun dabei, Chico an Land zu bringen. Sie legen ihn auf eine Decke. Bibi macht Mund-zu-Mund-Beatmung, bis Chico zu husten anfängt. So ein Glück. Ihm ist nichts passiert. Aber Bibi ist stinksauer auf Freddy, Hank und Klops. Und ihr? Nur Ärger machen und dann keinen Finger rühren? Kann ja keiner riechen, dass er nicht schwimmen kann. Freddy hat nun doch ein schlechtes Gewissen. Seine Freunde aber offenbar gar nicht. Warum mischt dieser Spanier sich auch ein und hält uns Vorträge? Mann, wir haben doch nur Spaß gemacht. Spaß? Chico wäre fast ertrunken. Pöbelt hier rum, stört den Song und schmeißt auch noch Plastik in den See. Ach, mach du mal nicht eine auf Greta Thunberg. Meine Songtexte liegen auch überall rum. Ja, die kannst du ja einsammeln. Jetzt reicht's. Ene, mene, schnell entschlossen. Ihr tragt hübsche Mermaidflossen. Hex, hex! Und plötzlich liegen Freddy, Hank und Klops am Strand. Aber wie sehen die denn aus? Alle drei haben lange Haare und schillernde Mermaid-Flossen. Alter, was? Was ist das denn? Mach das weg, bitte. Jungs, wie hat die das gemacht? Mann, die kann hexen. Hä? Ja, die ist eine Hexe. Bibi, Tina, Alexander und Chico finden das sehr lustig. Jetzt versucht Hank auch noch aufzustehen, was mit seiner fischigen Flosse natürlich nicht gelingt. Oh. Kannst du das vielleicht rückgängig machen? Bitte? Ja, kann ich. Ich mach's aber nur, wenn ihr den ganzen mistigen Müll hier einsammelt. Und zwar den von aus dem Wasser und den vom Strand. Und zwar nicht nur heute. Versprochen. Und wieder hebt Bibi die Hände und hext. Ene, mene, wunderbar. Alles, wie es vorher war. Da stehen Freddy, Hank und Klops so wie vorher in ihren Badeshorts auf dem Steg. Aber da fehlt noch was. Ene, mene, macht nicht schlapp. Her mit einem gelben Sack. Hex, hex! Und nicht vergessen, ich bin eine Hexe und kann immer sehen, wenn ihr wieder Mist baut. Immer? Sorry, Bibi. Soll nicht wieder vorkommen. Kommt, Jungs. Also machen sich Freddy, Hank und Klops an die Arbeit und sammeln Müll in die Plastiksäcke, die Bibi ihnen gehext hat. Und Chico muss erst mal verdauen, was da gerade passiert ist. Oh, du bist echt eine Hexe. Incredible. Ja. Fehlt nur noch ein Danke. Wofür? Dafür, dass ich dir das Leben gerettet habe. Also in Spanien haben wir dafür ein Sprichwort. Das Danke ist der Mensch selber. Ich bin doch noch hier und darüber freust du dich nicht? Klar. Typisch Chico. Übrigens haben sich die Mermaids inzwischen umgezogen und winken Alexander zum Abschied zu. Ciao. Sofort ist Tina wieder eifersüchtig. Ciao. Boah, danke euch. Ciao. War, es war großes Kino. Die ist schon ganz nett und hübsch, oder? Weiß ich jetzt nicht. Bin ich professionell? Bist du jetzt nicht eifersüchtig, oder? Eifersucht macht hässlich. Ach, aber wolltest du nicht noch schwimmen gehen? Ja schon, aber verdammt, schon zu spät, Bibi, wir müssen los! Ja. Stimmt, die Pferde müssen ja auch noch gefüttert werden. Deshalb nimmt Tina ihre Freundin am Arm und beide laufen zu Sabrina und Amadeus. Chico und Alexander bleiben noch ein bisschen am See. Tschüss. Sag mal, und du kannst wirklich nicht schwimmen, oder? Schon ein bisschen. Für ein bisschen hast du aber ganz schön viel Wasser geschluckt.
Und während Alexander beschließt, dass er Chico das Schwimmen beibringt, sammeln Freddy, Hank und Klops allen Plastikmüll ein, den sie finden können. Richtig schön sauber sollen der Strand und die Wiese wieder sein, damit kein Tier Plastik frisst. Bibi und Tina steigen derweil auf ihre Pferde und reiten los. Warum hast du Chico nicht aus dem Wasser gehext? Ist doch einfacher. Ich wollte halt sehen, ob ich es noch kann. Ich bin doch Rettungsschwimmerin. Und Mund-zu-Mund-Beatmung? Das gehört dazu. Gehört es wirklich. Aber ein bisschen grinsen müssen die beiden Mädchen trotzdem. Das mit Chico und Bibi ist irgendwie immer speziell. Alexander und Chico haben inzwischen ihre Badehosen angezogen und üben im See schwimmen. Zur Sicherheit erstmal dort, wo sie noch stehen können. Alexander hält Chico über Wasser und erklärt ihm die Schwimmbewegungen. Und das Wasser weg? Genau. Doch immer wenn Alexander ihn loslässt, geht Chico unter. Also greift Alexander schnell wieder zu und stellt Chico auf die Füße. Ruhig bleiben. Willst du dich kurz hinstellen? Kurz Pause machen. Klar. Das verstehe ich nicht. Also du machst dieselben Bewegungen wie ich, aber gehst trotzdem unter. Können wir kurz ein anderes Thema machen? Wegen Bibi. So als Hexe, kann die da wirklich alles hexen? Nee, also alles geht nicht. Also so Sachen wie in die Natur eingreifen und Wetter hexen oder so. Ja, aber nee, mehr so was wie Gedanken lesen zum Beispiel. Das ist Quatsch. Das ist, Alexander überlegt allerdings noch mal. Obwohl, also manchmal habe ich schon das Gefühl, dass sie so in einen reingucken kann. Ja. Aber Tina auch. Ich meine, wenn ich manchmal mit der und dass sie bevor, also dass wenn sie schon weiß, bevor ich überhaupt. Ja. Warum fragst du? Was zu verbergen oder was? Nein, es ist nur Bibi ist eben sehr speziell. Das kann man sagen. Ja. Irgendwie wirkt es aber doch so, als hätte Chico etwas zu verbergen. Aber was? Und während die beiden Jungs im halbhohen Wasser weiter schwimmen üben, erreichen Bibi und Tina den Martinshof. Dort dröhnt immer noch der Bohrer, der sich mit ohrenbetäubendem Lärm in die Erde bohrt. Die Freundinnen lassen die Pferde kurz stehen und gehen zu Frau Martin, die den Bohrarbeiten zusieht. Der Krach ist so laut, dass Frau Martin zunächst nicht hört, dass Tina sie anspricht. Hallo Mutti! 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 Gleich ist es hoffentlich soweit! Auch Bibi und Tina sehen jetzt an dem Bohrungetüm hinauf. Und da sprudelt plötzlich Wasser aus einem Schlauch. Der Bohrer ist auf Grundwasser gestoßen. Endlich! Wie eine Fontäne schießt das Wasser sprudelnd heraus. Aber was ist das? Die Wolken haben sich zusammengezogen und tiefes Donnergrollen kündigt ein Gewitter an. Auf einmal fallen dicke Regentropfen zu Boden. Frau Martin kann es kaum glauben. So lange haben sie auf Regen gewartet und jetzt regnet es wie aus Kübeln. Da fällt Tinas Mutter plötzlich ein, dass die Wäsche noch zum Trocknen auf der Leine hängt und sie rennt los, um sie abzunehmen. Bibi und Tina freuen sich über den Regen. Und obwohl sie bereits klitschnass sind, tanzen sie vergnügt umher. Auch Schloss Falkenstein wird nicht vom Gewitter verschont. In der Eingangshalle des Schlosses öffnet sich gerade die Tür und Alexander kommt mit Chico herein. Beide sind nass bis auf die Haut. Allerdings nicht vom Schwimmen, sondern vom Regen, der immer noch prasselnd anhält. Komm rein. Wow. Chico ist beeindruckt. In der riesigen Eingangshalle hängt ein prunkvoller Kronleuchter. Alexander findet den Kronleuchter gar nicht so toll und winkt ab. So, zum Schnäppchen von meinem Vater. Hässlich, oder? Ja, weißt du, wir sind ja Landadel. Wir leben viel, viel einfacher. Du sag mal, ist dein Vater nicht hier irgendwo? Chico geht vorsichtig weiter in Richtung Wohnzimmer. Ach so, nee, der Termine wegen irgendwelcher Flurschäden oder so. Auf jeden Fall eine böse Überraschung. Und mein Vater hasst Überraschungen. Ah, Sie? Ja. Nee, ich glaube, ich hole uns mal ein paar trockene Klamotten. Und während Alexander die große Treppe nach oben geht, tritt Chico ehrfürchtig ins Wohnzimmer und sieht sich um.
Die Räume sind riesig und elegant eingerichtet. Überall stehen wertvolle Kunstwerke. An der Wand hängt ein großes Porträt, auf dem Graf Falco von Falkenstein und sein Sohn Alexander zu sehen sind. Chico betrachtet alles ganz genau. Da entdeckt er in einem Regal voller alter Bücher plötzlich ein großes Buch, auf dem etwas mit goldenen Buchstaben steht. Die Geschichte derer von Falkenstein. Bien. Chico nimmt das Buch aus dem Regal und schlägt es auf. Nachdem er ein paar Seiten durchgeblättert hat, entdeckt er den Stammbaum derer von Falkenstein. Darin sind alle Personen, die zu Graf Falcos Familie gehören, wie Äste an einem Baum dargestellt. Das scheint Chico sehr zu interessieren. Und mit einem Lächeln auf den Lippen sieht er noch einmal zu dem Porträt von Alexander und seinem Vater. Eure Geschichte ist auch meine Geschichte. Was hat Chicos Geschichte denn mit der Geschichte der Familie von Falkenstein zu tun?